Was ist nun? Wer traut sich mit mir durch die Öffnung? Und wenn uns Frau Hansen beim Weggehen erwischt? Die ist doch gerade abgelenkt und redet mit ihrem Kollegen über den Einsturz. Der Schatz in der Tropfsteinhöhle. Kurzhörspiel für die ARD Kinderradionacht. Von Klasse 4 der Overbergschule Vorlage Niedersachsen. Tja, dieser Einsturz, eine wirklich krasse Sache. Wir waren nämlich auf Klassenfahrt auf Burg Drachenstein und besuchten die benachbarte Tropfsteinhöhle mit dem einfallsreichen Namen Drachengrotte. Ja, und während der Führung wurde gerade ein Loch für eine Lampe in die hintere Felswand gebohrt, weshalb bei der Höhlenführung auch kaum ein Wort zu verstehen war. Dabei ist ein Stück der Felswand eingestürzt und gab den Blick frei auf ein unerforschtes Tunnelstück. Eine Sensation! Obwohl der neue Gang nicht einsturzgefährdet aussah, traute sich keiner der Erwachsenen hinein. Vermutlich, weil diese seltsamen und unheimlichen Geräusche aus dem Gang zu hören waren. Also ich bin dabei. Ich möchte wissen, was da so laut atmet. Ich bin auch neugierig. Obwohl ich mich ein bisschen fürchte. Na gut, wenn ihr alle geht, dann will ich auch mit. Aber leise und nicht alle gleichzeitig, damit Frau Hansen nichts merkt. Ich schalte das Licht meines Handys an. Es gelang uns tatsächlich, unbemerkt bis zum Eingang zu schleichen. Da standen wir nun und schauten in das unerforschte Tunnelstück. Oskar leuchtete in den Gang hinein. Das unheimliche Geräusch war hier noch viel deutlicher zu hören als vorhin. Auch hier hängen überall Tropfsteine von der Decke. Schaut nur, das glitzert ja wie im Märchen. Überall Tropfsteine und Kristalle. Nicht so laut, sonst hören uns die Erwachsenen. Lasst uns weiter in den Gang gehen. Ich will wissen, woher dieses merkwürdige Geräusch kommt. Wir wanderten durch eine Wunderwelt aus Tropfsteinen und glitzernden Kristallen und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Es war irgendwie aufregend, dass noch niemand vor uns diese Gänge betreten hatte. Plötzlich öffnete sich der Gang vor uns und führte in eine große Höhle, größer als alle Höhlen, die wir bisher besichtigt hatten. Täuschen mich meine Augen? Oder liegt da hinten eine Holztruhe neben dem großen Tropfstein? Das könnte der verlorene Schatz sein der Drachenburg. Davon hat uns doch der Heimleiter erzählt. Unglaublich! Dann lasst uns die Truhe holen und zur Jugendherberge bringen. Moment mal. Hört ihr das? Oh, das klingt nicht gut. Halte mal deine Handylampe höher, Oskar. Das darf nicht wahr sein. Rieke, bitte kneif mich mal. Sehe ich richtig? Da liegt doch ein ausgewachsener T-Rex neben der Truhe und schnarcht. Die Höhle ist vermutlich sein Schlafplatz. Und vielleicht schläft er hier schon seit vielen Millionen Jahren. Jedenfalls hat die Drachenburg vermutlich ihren Namen von diesem Ungetüm. Ich glaube, ich möchte jetzt lieber nach Hause. Warum muss dieses Ungetüm ausgerechnet neben der Truhe ein Nickerchen machen? Der T-Rex sieht aus wie ein Drache, der seinen Schatz bewacht. Ja, es hilft nichts, wenn wir hier alle wie die Steingötzen auf das Ungeheuer starren. Jemand muss sich hinschleichen und versuchen, die Truhe aus dem Dunstkreis der Bestie zu ziehen. Freiwillige vor. Also schön, wenn sich sonst niemand traut, gehe ich. Ich komme mit.
Für dich allein ist die Kiste vielleicht zu schwer. Es gibt doch noch echte Helden. Das ist wahnsinnig mutig von euch, Jungs. Viel Glück! Leise und sehr, sehr langsam schlichen Gustav und Semir auf den Dinosaurier zu. Nach einer Weile, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, erreichten die beiden die Schatztruhe. Vorsichtig und mit viel Mühe hoben sie das schwere Stück hoch und traten Schritt für Schritt den Rückweg an. Und dann passierte das, was passieren musste. Auf halber Strecke rutschte Semir auf einem losen Stein aus. Aua! Die Truhe fiel ihm aus der Hand und krachte auf den Höhlenboden. Sekundenlang schien die Zeit stillzustehen. Dann wachte der T-Rex auf. Wer möchte denn gerne mal von einem T-Rex gefressen werden? Semir und Gustav, lass die Truhe stehen und lauf weg! Das wäre ja noch schöner. Los, Semir, pack an. Wir gehen mit auf. Nicht so kurz vor dem Ziel. Zum Ausgang, schnell! So ein Mist! Der T-Rex stellt sich genau davor. Dann kommen wir hier nicht mehr lebend heraus. Ein bisschen mehr Optimismus wäre angebracht, Lotta. Semir, versteck dich hinter der Tropfsteinsäule. Der Dino hat dich gesehen. Oh nein, das Vieh stammt direkt auf Semir zu. Komm nur her, du Mistvieh. Mich kriegst du nicht. Ich habe schon mit Godzilla gerungen. Dagegen bist du ein Zwerg. Eine Zeit lang schien der T-Rex unschlüssig zu sein, ob er Semir oder lieber uns fressen sollte. Plötzlich jedoch riss er sein riesiges Maul auf und schnappte nach Semir. Uns blieb das Herz stehen. Semir machte einen Hechtsprung zur Seite und der Kopf des Dinos krachte gegen die Tropfsteinsäule, hinter der Semir bis eben gestanden hatte. Sie brach genau in der Mitte durch. Als hätte sie allein die gesamte Decke der Höhle getragen, bildeten sich plötzlich überall Risse. Tropfsteine brachen von der Decke und krachten zu Boden. Pass auf! Der Leib des Dinosauriers wurde von einem herabfallenden Tropfstein durchbohrt. Ächzend fiel das Tier zu Boden und verendete unter einer Flut herabfallender Steinbrocken. So schnell, wie der Einsturz begonnen hatte, war er auch schon wieder vorbei. Langsam rappelten wir uns wieder auf. Oskar fand als erster seine Sprache wieder. Jetzt sind die Dinosaurier hoffentlich wirklich alle ausgestorben. Und was ist mit uns? Haben alle den Einsturz überlebt? Wir hatten noch Glück. Nur dort, wo der Dino stand, ist die Decke komplett heruntergekommen. Was ist mit Semir? Er stand doch ganz nah bei dem T-Rex. Semir! Semir! Er wird doch nicht... Hier bin ich. Unkraut vergeht nicht. Oh, Semir, du bist am Leben. Ich konnte noch rechtzeitig in Deckung gehen, bevor der Steinschlag begann. Außer ein paar Kratzern habe ich nichts abbekommen. Jetzt können wir uns aber ohne Gefahr die Truhe schnappen und zur Jugendherberge tragen. Was da wohl drin sein wird? Gold? Silber? Edelsteine? Oder bloß eine rostige Ritterrüstung? Bitte lasst uns nach draußen gehen, mir ist kalt. Stellt euch mal vor, wir wären hier unten verschüttet worden. Furchtbarer Gedanke. Hey, hey! Na und? Dann bleib für immer untergrund. Hey, das ist gut. Hey, hey! Na und? Dann bleib für immer untergrund.
Das war Der Schatz in der Tropfsteinhöhle, ein Hörspiel der Klasse 4 der Overbeck-Schule Voigtlage für die ARD Kinderradio noch 2024. Textbuch, Dialogregie, Geräusche und Schnitt Lutz Dakowski. Musik Geoff Harvey und eigene GEMA-freie Musiksammlungen.